jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir gehen jetzt erstmal auch an eine Türe, wo die Klopfzeichen herkommen. Nee, das brauchst du nicht, Junge. Wie machen wir das? Was haben wir hier? Gucken wir uns das mal an. Eine Zahlentastatur für den Putzmittelschrank. Da hat wohl einer Schiss, dass ihm der Wischmopp geklaut werden könnte. So. Gucken wir mal, probieren wir mal aus. Die Möglichkeiten sind endlos. Raten hat da keinen Sinn. Wie komme ich nur an den Code für die Tür? Ja, wie kommst du jetzt da an den Code? Wir können mal klopfen. Hey, verschwinde da! Ich suche etwas Bleiche für mein Bad. Na, dann such woanders. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du gut mit Leuten umgehen kannst? So. Wie kommen wir jetzt weiter? Gucken wir mal hier. Ich werde doch nicht die Tür öffnen, wenn sie ausdrücklich Privatsphäre wünschen. Vielleicht mieten sie ja das Zimmer stundenweise. Gucken wir uns die mal an. Die Blumen sind völlig ausgetrocknet. Alfonso weiß wirklich, wie man Pflanzen behandelt. Ruckzuck vom Teebaum zur Fackel umgeschult. So. Die Blumen fühlen sich trocken und staubig an. Ah, wir müssen irgendwas mit dem Krabbelvieh machen, das weiß ich. Das klappt doch nicht. Okay, das macht er nicht. Verzeihen Sie, was willst du diesmal? Du erinnerst mich an jemanden, ich komme nur nicht drauf. Ich bin einzigartig. Es gibt niemanden wie mich. Aha. Nein, ich komme immer noch nicht drauf. Okay. Wir wagen es einfach mal und versuchen hier reinzugehen. Hey, verschwinde da! Tut mir leid, ist das dein Zimmer? Nein. Warum kann ich dann nicht da rein? Wegen meiner Freundin hier. Einer 45er Magnum. Und was die sagt, gilt, was? Ja. Was die sagt, gilt. Todsicher. Okay, im Moment habe ich leichte Schwierigkeiten. Ich komme hier gerade nicht... Ah! Der Aufzug, der ist aber kaputt. Gucken wir mal, ob wir jemanden anrufen können. Telefon... Anna Maria, ich glaube nicht, dass sie uns helfen kann. Aber wir machen es einfach mal. Hier oben steht ein Typ und bewacht dein Zimmer. Kannst du den nicht irgendwie loswerden? Ich arbeite dran. Mir fällt schon was ein. Okay, bis gleich. Super, das hat uns ja jetzt wirklich geholfen, ey. Super, du bist ja einer. Wir rufen noch mal Alfonsos Hotel an. Alfonsos Hotel. Sie wünschen bitte? Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen können. Ja, der kann mir hier nur ein Zimmer geben. Aber das bringt wohl nichts. Hallo, ich würde gerne ein Zimmer für heute Abend buchen. Tut mir leid, Sir, wir sind völlig ausgebucht. Sind Sie sicher? Ich nehme auch gerne die Besenkammer. Tut mir leid, gerade vermietet an eine ganze Besenfamilie. Hahaha, das ist ja ein ganz lustiger. Ach, schwierig gerade im Moment, echt schwierig. Und ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwie eine Lösung rauszusuchen oder nachzugucken. Wie können wir das machen? Wie kriegen wir das hin? Wo müssen wir die Ratte hinlegen? Okay. Da. Müssen wir die vielleicht da drunter das durchschieben? Das funktioniert so nicht.
Wieso funktioniert das denn dann nicht? So. Legen wir die mal da drauf. Die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos. Raten hat da keinen Sinn. Wie komme ich nur an den Code für die Tür? Ich weiß, wer den Code hat. Das hat die Alte hier drin. Bist du taub, Bursche? Zumindest bin ich nicht gekleidet wie ein Zuhälter. Machst du dich über mich lustig? Würde mir im Traum nicht einfallen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Boah, wie machen wir das am besten? Können wir die Sachen hier kombinieren? Das klappt doch nicht. Ja, hätte ja sein können. Die Blumen fühlen sich trocken und staubig an. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir damit was machen können? Also, ich habe es dir doch schon mal gesagt. Ja, da hast du recht. Willst mich wohl sauer machen, was? Wäre das schlecht? Allerdings, du willst mich nicht wirklich sauer machen. Kommen wir hier rein? Ich glaube nicht, ne? Auch nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Und in diesem Höllenloch würde ich das auch tun. Gut. Da ist das Fenster. Da können wir nichts machen. Ihm würde ich ja gerne mal die Kakerlake da am Kopf Ein werfen. Ein perfekt erhaltener, vergaster Krabbelkäfer. Hübsch. Wir versuchen das nochmal. Keine Chance. Mache ich nicht. Okay, bringt uns nicht weiter. Wir gehen jetzt einfach nochmal runter. Und wenn ich da jetzt nicht genau weiß, was ich machen soll, dann mache ich erstmal Pause. Da haben wir... Weil ich weiß nämlich, wir müssen den nämlich irgendwie so ein bisschen ablenken. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr genau sicher, was ich machen muss. Och, George... Die Kamera hier. So, da bringt. Das bringt uns nicht weiter, okay. Gucken wir erstmal, ob wir. Was wir hier haben. Da. Da kommen wir nicht weiter. So, George, dann nimm mal die Schlüsselkarte und benutze sie einfach mal. Und dann gucken wir uns die mal genauer an. So, dann gehen wir da raus. Genau. Und jetzt gucken wir uns die erstmal an. Die Schlüsselkarte, die ich Thelwell gestohlen habe. Ja, das ist nicht gut, was du da gemacht hast. So, jetzt gucken wir erstmal. Zeigen ihm die tote Schabe. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Das bringt leider nichts. Shit. Was machen wir denn da jetzt? Okay. So werden wir wohl nicht weiterkommen. Also mache ich jetzt erstmal hier eine kleine Aufnahmepause. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge mehr weiß, wie es weitergeht. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich direkt auch wieder. So, ich habe mal nach langem Ausprobieren, habe ich endlich mal rausgefunden, wie wir hier weiterkommen. Denn wir haben doch hier unseren kleinen Borkenkäfer. Boah, hoffentlich schmiert das Spiel nicht ab. Ah! Es hängt. Boah, da habe ich aber Glück. So, wir haben ja unseren Borkenkäfer. Ich glaube, ich gehe hier gleich mal vom Venti weg. So. Geh mal dahin, genau. So, wir haben unseren Borkenkäfer, den nehmen wir und den tun wir natürlich jetzt auf die Uhr. Alfonso würde sich nicht freuen. Denn wir wissen ja, wofür der Käfer da ist. Wir fragen Alfonso direkt mal, ob das alles seine Richtigkeit hat. Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. So, Junge, was ist denn mit deiner Uhr? Meine Augen können mich täuschen, aber bewegt sich da nicht was an der Uhr? Das sind die Zeiger, Kumpel. Nennt man Zeit. Sehen Sie das nicht?
Oh, das darf nicht wahr sein. Was? Ein Klopfkäfer. Nein, nicht meine kostbare Uhr. So. Dadurch, dass der jetzt rausgeht, können wir hier schnell das Fenster aufmachen und uns das coole Feuerzeug hier holen. Hab's. Hör zu, Kumpel. Ja, wenn du nicht aufhörst, mit der Scheibe zu hantieren, dann hantiere ich mit dir. Tut mir leid. Oha. Haben wir aber nochmal Glück gehabt. Gut. Jetzt können wir erstmal wieder hier gegen die Wand laufen und nein, nicht das Seil nehmen. Uiuiui. So, Feuerzeug haben wir. Das ist schon mal super. Dann machen wir hier die Türe halt wieder auf, damit wir endlich hier vorankommen. So, es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben uns das Schild ja angeguckt. Wir wissen ja, Kammerjäger etc. pipapo. So, jetzt müssen wir uns erstmal um den Halunken da kümmern. Ja, der Halunke. Das machen wir dann, wenn das Mannequin da, genau, unser Elvis-Verschnitt, wenn er meint, er müsse tanzen. Also müssen wir jetzt ein bisschen warten. Wenn er tanzt, dann müssen wir das Fenster öffnen. Dann ist er abgelenkt. Also warten wir. Komm, tanz für mich. Komm. Okay, jetzt tanzt er. Und wir können das Fenster aufmachen. Dadurch, dass wir ja das Feuerzeug haben, können wir hier ein bisschen rumfackeln, abfackeln. Weil es brennt wie Sau. Super. Ah, oh nein! Mein Anzug, meine Haare, mein Anzug! Ja. So, den haben wir auch los. Jetzt können wir... Und es hat aufgehört. Und jetzt können wir endlich ins Zimmer rein. Super. Perfekt. Komm, rein da. George, jetzt wirst du erstmal gucken. Guck dich erstmal ein bisschen um. Oh nein, der Safe ist leergeräumt. Sie haben Anna Marias Schatzkarte. Das ist nicht so gut. Haben wir hier noch was? Ein Zigarrenstummel. Kubanisch. So, wie hat er das jetzt rausgefunden, dass sie kubanisch ist? Aber ist okay. Kann uns ja relativ egal sein. Gucken wir uns mal hier hinten an. Oh, hier liegt ein Stift. Den nehmen wir natürlich mit. Super. Ein Stift, auf dem eine schwarze Katze aufgeprägt ist. Ach, wie süß. Gucken wir mal, ob hier sonst noch was ist. Sieht aber nicht so aus. Okay, dann laufen wir mal hier hin. Können wir uns hier was angucken? Regal? Nein. Schrank auch nicht. Gut, dann gehen wir mal ins Badezimmer. Wo sind wir denn hier? Super. Denn wir müssen Frau reinholen. Was machen wir jetzt hier wohl? Wir gucken uns das erstmal an. Der Abluftventilator ist in das Fenster eingebaut, von dem aus man in die Gasse gucken kann. Die Rotorblätter sind mit Schmiere verkrustet. Die Rotorblätter sind krumm und schief. Die Abdeckung ist kaputt. Das Ganze schreit geradezu nach einem Unfall. Gut. Wir nehmen dann den Faden. Hui, das war knapp. Ein Stück Faden in einen laufenden Ventilator zu halten, ist wohl das Blödeste, was ich je probiert habe.